Gibt es wirklich Leute, die bequem so eine halbe Stunde stehen können? Bei Let's Play kritische Unterrockattacke. Bist du jetzt hinüber? Nein. Dazu reicht es nicht. Hierbei. Da fliegt das Köpfe. Nein! Und hinüber hinweg. Oh! Kriegen wir eine neue Fähigkeit, der Sturmkriecher. Wir erzeugen eine Schockwelle, die über den Boden rast und Feinde auseinanderreißt. Finde ich gut. Reißen bringt Glück. Ah, toll. Jetzt habe ich das Tentakel verbessert und ich kriege den Sturmkriecher. Was soll's? Ausprobieren ist gut. Hier. Ah. Der Reisebus ins Nirgendwo. Wo komme ich denn hier aufs nächste Klo? Ich habe doch letztens das... letzte Folge. Keine Ahnung, ich komme nicht mehr nach oben. Ha! Zu Brei gemacht ist der Wurm. Danke. 2 und 3. Achso, ich kann einfach hier hochklettern. Ich komme hier einfach nicht hin. Aber vielleicht von oben drüber? Durch das Dachgebälk. Ja, das sieht doch gut aus. Los, geh kaputt, Dach! Danke! Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Dachdeckerei, Meister. Aries Hörner bringt Verteidigung 1 und das Habern 2 und viel mehr Intelligenz. Keine Ahnung, wieso die Kopfbedeckung Intelligenz erhöht. Ich kann durch Wände angreifen wie Elden Ring-Gegner. Huch. Ich meine, alles Absicht. Wir kriegen HS-Kugeln. High-Speed-Kugeln? Ah. Ach so, konnte ich gar nicht hier unten runter, drunter. Ach toll, jetzt bin ich einmal durch den Boden gefallen, jetzt leben alle wieder. Was für eine Scheiße. Oh, das habe ich nicht gesehen. Ich habe einen schmelzenden Knochen. Warum ein Knochen schmilzt, wenn man ihn gerade von einem Gegner, der nicht brennt, rausgenommen hat? Erschließt sich mir nicht ganz. Monstervogelträne. Oh, Noxy Eigel freut sich, dass ich das, doppelt schneller angreifen rausgefunden habe. Ja, aber danke. Wie gesagt, auch das ist jetzt auch nichts gegen dich. Meine Güte. Nee, ich wollte es nur erwähnen, dass es nicht, dass ich nicht so gut bin, dass ich das sofort rausgefunden habe. Es ist einfach ein Staple in diesen Spielen, möchte ich mal sagen. Ja, Sturmkriecher Teil 2. Will ich hier unten runter weiter? Moment. Das sieht... Tut mir leid, ich bin so unfokussiert gerade. Das sieht aus, als wenn das eine... Wenn es hier nicht viel weitergehen würde. Los, weg mit der Wand! Einmal als Beschaffungsmaßnahme für die Maurermeister. Oh, hallo? Da hinten? Was ist da passiert? Eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Steinmetzmeister. Eine 8-Bit-Münze. Ich frage mich immer noch, was es damit auf sich hat, aber hey. Lieber haben als nicht brauchen, ne? Oh, okay. Wollte schon sagen, hier kann man doch... Oh Gott, riesen Rator! Meine Magie macht es megamäßig! Glaube ich. Mit denen lege ich mich doch nicht richtig an. Ja, bin ich denn blöd? Ihr zwei, ihr Kleinen, seid aber lieb zu mir, ne? Ihr greift mich nicht an, ihr seid einfach nur Dekoration und bringt nicht viel. So, wir brauchen, glaube ich, nur noch... Oh, Kameraschwenk. Wir brauchen, glaube ich, auch nur noch ein paar Euros, damit wir unsere Megastiefel anziehen können. Okay, hier geht's nach oben, hier geht's weiter. Ich habe das Gefühl, ich sollte... Okay. Da hat, glaube ich, jemand die Höhe nicht so ganz hundertprozentig eingestellt. Okay, das ist hier ungefährlich. Wir klettern mal nach oben. Hi. Sieht auch seltsam aus, aber Moment, kann ich durch das Fenster? Dazu bräuchte ich, glaube ich, ein Pferd, aber das ist ein Hebel. Aha. Toll. Darf ich das wieder umlegen? Ah, sehr schön. Okay. Dann mache ich jetzt erstmal den oberen Weg unsicher. Er muss alles aufdecken. Er muss alles aufdecken. Er muss die Karte vollständig in meinem Karteninventar zur Verfügung haben. Warum ist hier ein großer Raum von nichts? Ey, es hat sich gelohnt. Was haben wir? Ein Baselat. Glaube ich, ein Messer oder sowas. Aber ich glaube, die Karte gibt es nicht unbedingt her, dass sie mir zeigt, wo ich jetzt schon alles eingesammelt habe.
Das ist immer noch wahnsinnig Atmosphäre. Ah, das sind ja auch diese Statuen, die unten, wo unten eine im Keller war. So die Ersatzstatue, die aber ersatzmäßig irgendwie schon mal... Vielleicht ist es auch der Ausmusterungskeller, ne? Ist kaputt gegangen, macht keiner mehr Jans, ist scheiße. Packen wir mal im Keller. Vielleicht brauchen wir das nochmal. Okay, eine rote Tür. Oh, man kann einfach durch. Okay, ich hätte jetzt gedacht, man braucht dafür einen Schlüssel oder einen anderen Gegenstand. Aber hey. Verbotene unterirdische Wasserstraße. Ja, wenn es verboten ist, dann gehe ich doch knapp wieder nach Hause. Ja, mal gucken. Danke. Wir angeln uns einen Dreck. Haha! Lebt es noch? Gib mir das Eiskristall-Dingsbums. Oh, wir haben aber ordentlich Magie. Ich meine, Hitpoints. Ist es jetzt kaputt? Ich habe Angst, wenn es doch rumzuckelt. Da kann man sich nicht ganz sicher sein. Obwohl nicht ganz sicher. Ich glaube, ich komme hier auch nie ganz nach oben. Kann ich mich... Tauchgang? Nein, okay. Dann eben nicht. Okay, dann... Ich wünschte, ich könnte jetzt hier eine Textnachricht hinterlassen. Komme wieder, wenn du tauchen kannst. Wenn du Schwimmflügel oder sowas hast. Aber vielleicht treffen wir auch Link aus links... Danke. Danke. Aus Link's Awakening und können ihm seine Flippers, wie heißt er noch? Die Dinger, die... mit denen man schwimmen kann. Ich weiß, wie heißen die nochmal? Nicht Flossen? Los? Ja, sollen die Bastarde noch versuchen, mich von hinten... Also, mir von hinten aufzulauern. Mir nachzukommen? Oh, ja, das ist der Eingang. Okay. Yay. Toll, jetzt gibt's sogar das Kammerorchester, was für mich extra spielt, während Dinger auf mich... Oh, 10 Euro, 1 Euro und 5 Euro. Ich könnte ein bisschen spendabler sein. Die Stiefel, die sind von Prada. Die kosten ordentlich Stange Geld. Kann man das hier kaputt hauen? Nein. Nein, nein, nein. Nein, du fies Zeug. So, weg ist es. Das sind doch bestimmt Porträts von bestimmten Bäckern, oder? Also nicht die Brot backen, sondern Bäcker, die das Spiel damals auf... Danke. Damals auf Kickstarter gebackt haben. Hier noch. Oh, leck mich doch. So viel Kleinzeugmist. Dreck, verdammt. So. Diese leere Halle hinten, ich glaube, das wäre einfach, wenn wir jetzt irgendwie in den 3D-Raum nach hinten gehen würden, um dann weiterzulaufen. Oh, hallo. Hallo, Zapnok. Wiedersehen, Zapnok. Ich habe doch keine Angst vor dem Gegner, der Zapnok heißt. Bist du hinüber? Du bist hinüber. Aber das... Oh, das war, glaube ich, ganz knapp an meinem schönen Köpfchen vorbei. Danke. So. Ah, endlich sind wir machtvoller. Glaube ich. Oh, eine blaue Truhe. Mit Ulme und Bronze. Brulme ist die Kurzfassung. Warum durfte ich dich... Wieso glöckelt es gerade? Wobei, es ist gar nicht so viel schneller mit Hilfe dieser Waffe hier. Also auf dem Boden der Tatsachen gewisse schnelle Manöver durchzuführen. Ich glaube... Kritisch! Friss das! Ich schieß dich in den Sack und du stirbst tanzend! Nein. Wow, 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 wow! Warum ist der Turbo-Wolf so hart? Dich krieg ich! Dich krieg ich! Dich krieg ich! Ha! Ja, genau! Was machst du denn hier? Du bist ein Geist, okay. Kann ich dich nicht... Ah, doch, doch, geht, geht. Geister, wozu die Geisterjäger, wenn man einfach draufhauen kann? Wozu da? Ah, Schadens... Oh, könntest du mal hier... Warum lebst du noch?
Okay, ich glaube, jetzt sind sie weg. Dork! Aber spring einfach drüber. Warum drehst du dich nicht um in der Luft? Oh. Wenn ihr nicht schon verheiratet. Nein, 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 nein. Scherz, Scherz. Meine Frau könnte es gucken. Die Wahrscheinlichkeit ist da. Wir bleiben erstmal. Danke. Unten. Um unten rum einfach weit. Das ist hier. What? Warum? Hä? Plötzliche Tiefe? Ich versuche gerade zu inspizieren, ob man hier irgendwie unten runter durchfallen kann, aber das geht offen. Wobei, das geht doch! Aber wahrscheinlich muss man erst eine Lösung finden, den Blutfluss von oben nach unten zu stoppen, damit das abfließt oder sowas. Oh, ein Buchding. Archive Tagebuch. Dexo 1764. Donnerstag. Vormittags oder sowas. Während ich an meinem Homunculus gearbeitet habe, ist mir eine seltsame Anordnung aus weißen Kristallen aufgefallen, die sich auf dem Modell gebildet haben. Worum könnte es sich dabei handeln? Vielleicht ein Zeichen, dass meine Studien Erfolg zeigen? Ich muss ein Auge darauf haben und es weiter erforschen. Später. Die Kristalle, die ich entdeckt habe, scheinen sich zu vermehren. Sie breiten sich in dem Kadaver aus, den ich gewählt habe. Es ist eine wundersame Substanz, weder fest noch flüssig. Sobald ich genug habe, werde ich Experimente durchführen, um herauszufinden, was sie sonst noch kann. Okay, man kann es also nicht ewig durchblättern wie Bücher ins Oh ja, wir haben Fortschritt erzielt. Süßer Fortschritt. Schade. Keinen Weg dadurch. Ja, kommen wir auch nicht weiter. Also, ich komme höchstens noch nach Elben. Mal gucken, ob es hier Elben weitergeht. Für mich oder ob ich jetzt. Dankeschön. Danke, wegen dir habe ich den Absprung nach oben verpasst, du Kamerad. So. Nach Elben. Aha. So, es ist hin vor. Oh, kann ich. Oder kann ich jetzt. Nein, okay. Nicht durch drastisches Runterfallen. Vielleicht brauche ich den Blutstaubsauger dagegen. Dafür? Oder kann man hier irgendwas runterkrachen lassen? So hin und her. Hin und her. Vielleicht, wenn die beiden Kronleuchter aneinander. Nein. Nein. Ich glaube, es will nicht so recht. Haha. Oho. Was habe ich? 500 Euro, geil! Eine bück dich Nonne. Du hast dir lange die Hände nicht gewaschen. It can't be. Alfred? Der Butler von Batman! Why are you here? Johannes, that fool of an apprentice should have stayed out of this. You have a lot to explain for. After all the terrible things you've done? All that is in the past. I'll not be defending my actions to you. Don't I deserve it? You were like a father to me. Enough, child. I am here for the book. Jeeble has the book. What are you talking about? If you don't already know, then let us keep it that way. Alfred, how are you still alive? Okay, er konnte selber den Hebel bedienen, um das Zugtor runterzulassen. What were you thinking of coming here? You can answer my question first. All that matters is that I am alive. Did you come here for the book? Book? The Liber Logaiath? Make no mistake. I won't let anyone touch that tome but me. Not even you should touch it. Didn't what happened 10 years ago teach you anything? I don't have time to argue with you. I just hope you are wise enough not to get in my way. What? You know full well my power exceeds yours. Take Miriam and leave this place. Otherwise, you will die. I came here because something didn't feel right. But I didn't expect him.
Johannes, what is the Liber Logaeth? It's a book the Alchemy Guild once possessed that allows for the summoning of spirits. The Guild used it to bring about the Calamity 10 years ago, and the Shardbinder's crystal acted as a kind of catalyst. A book like that shouldn't even exist. I know. Alfred must be trying to restore the Alchemy Guild to power, but we cannot let him lay hands on the Liber Logaeth. Bevor die Inhalte nach Wikipedia wandern. He said Cheeple had it. You know, I think I might have seen it. It makes sense, considering the situation we're in. He must have gotten his hands on it after surviving the sacrifice. So now I have to stop Alfred too. No, let's focus on Jeeble. If we can get to him and the book before Alfred does, we'll kill two birds with one stone. Good point. All right. Also, ich warte noch auf, so machen wir es. Dominique might know what to do about Alfred in the meantime. I'll head back to the village and see what she has to say. Sayonara. Sayonara, meine ich. Dann ist das vielleicht... What? Was war das? Was zum Henker war das? Angst? Oh, aha, aha. Kackhund! Warum gibt es hier so viele von den Mistviechern? Ah. Kackhund ist weg. Oh, warum gibt es hier 5 Milliarden von den Viechern? Wow. Ja, gib mir deinen Saft. Ein lilaner Kristall. Und er macht den Knochenwurf. Werfe einen Knochen in die vorgegebene Richtung. Hm, vielleicht ist das gut gegen die Hunde. Vielleicht wollen sie mir das zurückbringen. Statt der Flammenkanone. Ah, da steht... Hm. Na, warum nicht? Warum nicht? Ich hoffe, ich finde noch mal was für andere. Na toll, da ist der Hebel, der die Welt bedeutet für uns gerade. Dann eben nicht von dieser Stelle. So, weiter nach oben geht's, aber da braucht man so eine Art Doppelsprung für... Für? Haha! Weltmeister im Wurzelbäumen! Aua! Also ohne Hilfsmittel ist der ich übel, der Knorp, möchte ich sagen. Oh, ein neues Gebiet? Na komm. Komm, wir gehen einfach. Wir werden schon an späterer Stelle wieder zurückkehren können. Dem Garten der Stille. Na, so still ist es jetzt aber nicht. Was ist denn hier? Fußboden? Todbringer? Oh, 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 schon wieder einer. Ich muss am Ende gar nicht mehr Fliegenfalle. Platziere ein Mokogras auf dem Boden. Kann man damit das Blut abfließen? Oh Gott, fliegende Schweine aus Zappalotti! Achso, du kannst sogar zielen, du Sack. Au! Und sie explodieren sogar. Geil. Wow! Ich habe das Gefühl, der hat zu viele Hitpoints und ich habe zu viele, zu wenig Schaden in meinem Gepäck dafür. So, bist jetzt mal hinüber? Jawohl! Andererseits wollte ich schon sagen, wenn ich hier wirklich schon zu früh sein sollte, dann geben die aber erstaunlich wenig Erfahrungspunkte dafür. Und ich jetzt schon einige von den Bastarden hier umgebracht habe. Okay. Ein weiterer Tür. Ich versuche noch den nächsten Speicherpunkt zu erreichen. Ah, hier komme ich. Hü! Hü! Mein Wicht, hü! Achso, du kommst nicht weiter, weil das Ding hier im Weg ist? Das ist aber schade. Kann ich dir... Hä? Ah, vielleicht gibt es noch irgendeine Verschiebefähigkeit. Aber da kommen wir gerade nicht weiter, möchte ich sagen. Moment. Ah, ich kann mit dir reden. Fancy a ride, maybe? Why? Are you offering one? I could take you someplace most interesting. The rub, of course, is that obstacle standing squarely in our path. See? I doubt I would be able to push it aside. A shame you don't have a giant hand. Ah, the wild and crazy things one could do with a giant hand. Ich kann mir da einiges vorstellen. Okay, wir brauchen also eine große Hand. Oh, okay. Dann klettern wir uns entgegen. Oh, eine Parfümflasche. Aber ich glaube, da komme ich noch nicht hin. So eine Zappalot nochmal. Okay, gehen wir mal.
Oh, noch mehr Flugschwein. Haha! Es gab. Oh, Scheiße. Haha! Oh Gott! Chainsaw Texas Massacre! Schuppenrüstung. Schieß gefälligst. So. Schieß gefälligst. Ich habe nicht mehr unendlich viel Zeit. Weg mit. Weg. Explodierst du jetzt? Nein. Jetzt aber. Gut. Haha. Haha. Ich kenne dich jetzt. Toll. Ich kriege Kugeln für ein Gewehr, während der Typ hier mit Pfeilen schießt. Ist klar. Ein Morgenstern. Ausrüstung. Ich glaube, wir könnten das hier. 7. Ich weiß keine Ahnung, wozu ich das andere Zeug brauche. Wir haben. Ne, Moment. Das Morgenstern, genau. Der Morgenstern. Wir werden auch das. Den, der die das Basilat. Okay, Morgenstern. Habt Gold im Gedärm. Ja, ist auch ein bisschen schneller, möchte ich mal sagen. Coole Waffe. Aber ich glaube, jetzt müssen wir noch überleben, bis wir das Ding mit ins Ziel bringen können, glaube ich. Okay, gucken wir mal dafür nach hier oben. Ist das? Oh, I like the Morgenstern. Und ich mag das Buch hier vielleicht. Viele Monate sind vergangen, seit ich in der Burg angekommen bin. What? Okay, ein Inn ist in der Burg angekommen. Bisher habe ich überlebt, indem ich Schatztruhen geplündert habe, ohne dass mich die Monster bemerkten. Finde ich heute etwas Genießbares? Nur einmal möchte ich eine Truhe öffnen und ein leckeres Stück Fleisch finden. Na, wenn es eine Kühltruhe ist, dann nehme ich das auch. Aber ansonsten, na, lass mal stecken, Bub. Oh Gott. Ich meine, yay! Das sieht, Hallo, Mond. Wie geht es dir? Ja, auch schön, dich kennengelernt zu haben. Hahaha! Okay, hier kommt man in die Zwischenebene nach unten. Will ich das? Oh ja, komm, das ist lecker. Eisbällchen. Eisbällchen für mich. Achso, TP. Yeah! Und da geht's weiter runter. Oh, und Mokoöl. Ach du Shit. Ja, mach mal. Sind wir jetzt fertig? Oh, und wir kriegen ein weiter lila Teil. Und es ist der Blutschleifen und der treffende Pfeil. Schieße einen Pfeil in die vorgegebene Richtung. Oh, shit. Direkt in die Wade. Haha. Meine Reichweite ist für den Arsch gerade verglichen. Bist du jetzt weg? Danke dir. Toll, schon. Rein, raus. Aber hier komme ich nicht runter? Muss ich hier runter? Keine Ahnung. Aber hier sind wir jetzt oben. Yeah! Geh mal. Ja, komm. Dann eben nicht. Macht Spaß, da unten zu sein. Was? Hier, ja, für mich auch. Oh. Knochen! Nein, Moment. Wo war der Knochen? Hier war der Knochen. Ja, nimm den Knochen. Danke. Das war genau in den Fuß rein, du Sau. Oh nein. Ah, jetzt sind wir platt, Kumpel. Moment, das kann ich, glaube ich. Wow, der Knochen macht satt hier. Satt Schaden zumindest. Noch ein Buch? Archive Tagebuch. Und Rundumschlag. Erzeuge eine Verteidigungsbarriere, indem du deinen Speer schwingst. Unten. Okay, jetzt, wir kommen Street Fighter immer näher. 60 Mana oder Magiepunkte pro Sekunde. Waffen, Lanze und Gay Asyl. Kann man sich das noch im Menü angucken oder. Ich habe ja nämlich gerade keine Lanze oder sowas, um das einsetzen zu können. Na, schön wär's. Aber das gleiche funktioniert auch mit dem Morgenstern. Gut zu wissen. Oh. Das heißt, ich kann. Yay, Fortschritt, wundervoll. Also, ich habe keinen Speicherpunkt gefunden, aber super Frau. Zurück nach Haus, nach Haus. Okay, wundervoll. Dann hören wir uns das nächste Mal an, was Dominique zu sagen hat. Und Moment, eine Sache noch. Eine Sache. Hi, ich glaube, ich habe nicht mehr so viele tote Gegner für dich getötet. So, ich könnte mir viel... Später, später. Hallo, Miriam. I
appreciate your patronage. Ah, endlich. Stiefel, ich möchte Stiefel, die tödlichen Stiefel. Oh ja, gib mir die. Then we have a deal. Ja, das haben wir. Thank you. Come back anytime. Bäh, bäh, schup, dup, dup. Wow. Boah, ist das cool. Oh, ich will immer mit Stiefeln kämpfen. Ich liebe es. So, wir sehen uns. War das schon immer hier, dieser Kreis? Ist es sicher, Johannes? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao. Achso, ja, für diejenigen, bevor ihr jetzt vielleicht weg seid, auch wenn schon alle wieder weg sind, eine kurze Urlaubspause für eine Woche ungefähr bis zur nächsten Folge. Deswegen nicht wundern, es dauert jetzt ein bisschen länger, bis die nächste Folge kommt. Macht es gut und ciao.